Ja. Arena-Mission. Zuerst bitte umziehen. Jetzt komme ich wieder raus mit der Uniform. Ja, aber ich habe eine Kampfuniform ausgewählt. Kriege hier aber meine Standarduniform mit der 69. Ah, beste Idee. Nochmal irgendeine Anspielung? Nein, absolut nicht. So, Wasser-Challenge. Chimpex, oder wie heißt der? Ja, Chimpsticks. Aber ich muss erst die Mission machen, weil du musst jetzt erst immer Missionen machen, bevor du zum Arena-Leiter kommst. Okay, also es ist nicht einfach wie damals, nee, gegen die ganzen Leute kämpfen. Nee, du musst jetzt Missionen machen und kämpfen und dann kommst du erst zum Arena-Leiter. Also die Wasserlabyrinth machen lassen. Ja. Durch Wasserfälle blockiert, fragst du dich ja, wie du bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du dich schneller heraus. Alles klar, und da ist direkt ersten Kampf. Alles klar, dann komm, geh. Das ist der bloß der Schiri. Ah, Schiedsrichter ist da auch noch. Ja, ja, hast du doch immer, der muss ja bestätigen, dass alles richtig läuft. Hallo. Die Barbara. Kannst du, während du in der Arena bist? Hm? Auch trotzdem noch deine Zaubertausch machen? Nee, nee, das ist jetzt abgeschalten. Ach, das ist abgeschalten. Ja. Ja, da ist voll den Iro. Voll, ja. Ganz ehrlich, ich hab nur gesagt, du sollst das Pflanzen-Pokémon nehmen, weil der Affe am Anfang so süß war. Jetzt, der schaut aus wie so ein Krawallbruder. Ja. Der letzte schaut noch krasser aus. Hä? Hey? Ja. So, wenn ich jetzt auf Rot drücke. Okay, geht da rüber das Wasser. Wenn ich jetzt auf Gelb drücke, geht dort weg, dann kann ich nämlich hier weiter. Ich stehe auf Rot. Wenn ich hier Rot drücke. Das ist ja cool. Cool gemacht. Das wird bestimmt auch noch mal Zeit schwieriger, oder? Ich denke mal schon, ja. Ich muss euch darüber erstmal gegen die Alte kämpfen. Ja. Aber das ist cool, dass die dich da so fordern, dass du mitdenkst. Ja, schon ein bisschen. Da lernen die Kinder wenigstens was. Krabi! Ein Old but Gold Krabi, Alter. Ja, Mann. Oh, der ist voll auf hier. Oh, Sebi. Servus, Dankeschön. Pflanzen bist du da halt mega im Vorteil, ne? Was? Mit dem Pflanzen-Pokémon bist du halt mega im Vorteil. Klar. Ich hab das früher mal so gemacht, ich habe immer Pflanze, Feuer und Wasser-Pokémon safe immer dabei gehabt. Ja, habe ich auch eigentlich im Normalfall. Ja, Shiggy, Chimpex. Und den Kick. Und den, keine Ahnung, wie er heißt. Ja, den Hasen habe ich auch noch dabei. Den Löffler. Ja. Wie sie mal schaut. Oh mein Gott! Du hast gewonnen! Das ist doch eine dumme Frage, Alter. Richtig, ja. Du kriegst pro Kampf fast 2000 Punkte-Dollar. Quasi dann oben, ganz oben ist der Arena-Leiter, oder? Genau. Nee, ist schon der Arena-Leiter, ne? Dahinter ist dann der Arena-Leiter. Okay. Komm, wir kämpfen noch gegen die Ische. Ja, nimm mal alles mit. Ja, alles klar, mit die mit ganzen Erfahrungspunkte noch. Ist ja nicht aufwendig, die paar Kills. Am Stimmen, die paar Erfahrungspunkte da, die paar Kämpfe da. Aber was mich halt, was ist Hämorrhoid? Was mich echt aufregt, dass sie es in 20 Jahren, was jetzt Pokémon gibt oder so, oder schon 25 Jahre, dass sie es nicht geschafft haben, dass die Chars reden. Ja, echt so. Da habe ich mich auch bei Zelda aufgeregt, beim Breath of the Wild zum Beispiel. Das wäre so geil gewesen, wenn die noch selber geredet hätten. Ja, wenn die allen eine Stimme geben. Ja. Voll. Und wenn dann dein eigener Char endlich auch mal reden würde. Echt so.
Ah, es kommt irgendwann. Kommen wir da auch nicht drauf. Irgendwann kommen die da nicht drum rum. Und? Bist du gerade die sauren Glühwürmchen? Mhm. So. Ich weiß. Ich bin echt weiß. Sherlock Holmes. Nee, aber ich würde echt sagen, so jetzt, wie das ist, wie sich das weiterentwickelt hat, hat sich das schon mega weiterentwickelt. Und dieser Weg zu damals. Voll. So, jetzt das Dümmste, was man machen kann. Einmal außen rum. Nee, ich muss ja, ich muss einmal außen rum, doch. Ja. Ja. Die haben das schon, die haben sich da schon was einfallen lassen. Ja, natürlich halt, mit Absicht, dass du rum. So. Ich finde es aber gut. Jetzt muss ich aber los, ne? Jo. Nicht, dass die Kiddies da so stumpfsinnig durchlaufen wie wir damals, so als ja. Arena sagt, wie ist das, du bist der Schneider. Ne, wenn ich gelb aktiviere, komme ich da nicht mehr hin. Da muss los. Jetzt gleich Google Spiele Tipps Komplettlösung. Wo weißt du? Bruder, weißt du, wie oft ich gegoogelt habe damals? Ja, natürlich, Alter. Früher gab's ja. Und früher gab's noch nicht mal sowas wie Lösungsbücher. Da musstest du im Internet. Nein. Wenn du Glück hattest, hast du was gefunden. Ja, wenn du Glück hattest, war die Komplettlösung schon draußen und dann musstest du die komplette Komplettlösung erstmal lesen. Bis du da warst, wo du warst, ja. Genau. Echt so. Nee, ich hab mir das jetzt mit Discord, aber ist mir halt gerade so eingefallen, weil ich ewig hart zu faul war, die ganze Zeit zu schreiben. Eigentlich war so das Schreiben gar nicht so schlimm, sondern eher da, im Moment, wo du auf der Brücke warst, wo ich dir eigentlich 25 Mal sagen wollte, du musst noch 2 Meter weiterlaufen für das Item, was da noch ist. Dann habe ich mir einfach gedacht, lass mich schnell. Sebi, sehr gern würde ich noch ein Schigi nehmen, wenn du 5 hast. Was willst du denn dafür haben? Also mach mal nach dem Arena-Kampf, ne, Sebi? Wie war das gestern? Du hast nie Glück und jetzt willst du bei sowas Glück haben. Jetzt hast du Schigi-Sammlung schon fast. Ja. Das Squirtle, hast du das schon, hast du das verschickt oder hast du behalten? Habe ich behalten. Ich würde das so machen, ich würde eins auf Turtok leveln, dann eins auf Shillok und eins auf Shigi behalten, so dass alle drei. Sowieso, Alter. Ah, da ist ja die Wasserbändigerin. Ja, Mann. Ja. Weißt du, was willst du haben für die Shigi, Sebi? Ist egal, okay, Ehre. Goldini. Und jetzt pass auf, Jan. Was? Du machst den groß, oder? Klar mach ich ihn jetzt groß, Alter. Geht es jetzt hier in der Arena kämpfen, also gegen den Arena Champ quasi dann? Arena gegen diese Raids geht's auch. Schau dir das an, Alter. Mit dem, wie ist das? Der erste war dieses Stoppel, der Hase. Hm? Stoppel war der erste Raid, oder? Ja. Und die machen ihn jetzt auch groß, oder? Wenn er überlebt. Jo, der macht ganz den Urwald dahin. Jo. Voll riesig das Pokémon, voll geil. Schau mal, voll war am Schluss noch Nuke. Ja. Das ist richtig geil gemacht, ohne Scheiß. Wie gut da ein? Was ist denn das, Alter? Ein Hecht oder was? Hm, ich glaube Barracuda geschaut, oder? Okay, ich mache nochmal Dynaflora drauf. Aber du hast ja wie das geile. Das ist ja alles mit Dynaflora. Ja, ja. Ja. Oha. Wie, du hast Shiny Team voll, Sebi. Er hat einfach Shiny Team voll, ja. Echt jetzt? Ja, Mann. Taiwan. Was? Ich hab. Oh, was ist denn jetzt? Abschlag.
Schnell. Unlicht. Aber 65 Stärke ist schon. Dann machst du eine Tackle. Für Kratzer tue ich weg. Ja, meinst du? Ja. Stimmt, du hast vorhin Tackle raus und Kratzer rein, ne? Ja. Kopfnuss für wen? Ja, passt. Ah, doch, doch, doch. Schutzschild weg. Schutzschild braucht keiner. Beste kommt zum Schluss, ja, dann lass sehen, was du noch hast. Alter, Hammalm. Gar nichts. Oh, das ist die Weiterentwicklung von der kleinen Schildkröte, die ich auch hab. Hammer. Ja. Jetzt macht es auch noch dynamisieren. Jetzt wird es ein dünner Kampf, aber ich hab nur noch für eine Runde den Groß. Achso, okay. Hält nur drei Runden immer. Okay. Ja, egal. Macht jetzt schon kaputt. Jo. Oh Leute. Ja komm, gib ihn einfach mal Dina Flora, dann ist der eh weg. Couchkartoffel, danke für den Follow. Ehre. Ja, das ist ein richtig geiler Name, Couchkartoffel. Voll. Schau, ich sag doch. Drei Runden, also komplett in Erinnerleiter. Richtig zerfickt habe ich ihn. Der hätte gar nicht mehr ein Dina-Ding machen müssen. Ja. Hey, zerballert, Alter. Oh mein Gott, ja. Nein, ich hab verloren. Ist wie Rage. Ja, ist eine richtig gute Stimmung hier, Couch Kartoffel. Ja. Ja, das ist halt so ein lockerer Stream. Halt. Ja, easy, easy Stream. Ich habe auch schon mal, ich weiß gar nicht mal, wie es war so, jetzt will ich auf dem Amt hocken. Ha? Du hast ja mit seinen Followern geredet. Wer? Jetzt, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber ich habe